Feedback, ihr Lieben. Hallo. Ich habe einen kleinen Haul für euch. Ja, als allererstes hat die liebe Betty vom Stempelädler mir etwas zugeschickt zum Testen. Da habe ich auch hier diese süße Broschüre drin gehabt. Die ist von Knorr Brandell. Also ich finde ja das Washi-Tape hier sehr, sehr schön. Auch die Clips finde ich ganz toll. Also da werde ich sie auf jeden Fall nochmal fragen. Der Rest ist nicht so meins, aber... Ja, auch wer mit Kindern gerne bastelt. Also hier sind ganz, ganz tolle Sachen weiter drin. Also das hat sie mir mit reingetan. Dann ganz lieb, also vielen, vielen lieben Dank. Einfach mal ein 3-Euro-Gutschein. Also wie lieb ist das bitte? Den nutze ich auf jeden Fall für meine nächste Bestellung. Und dann hat sie ganz neu im Shop. Ich fand das ja mega geil. Und es kommt gar nicht so in der Kamera rüber. Glitzerpapier. Also jedes für sich der Oberknaller. Ich versuche das mal einzufangen. Also hier sind, also wenn ihr vor dem Papier steht, sitzt, wie auch immer, seht ihr diese weißen hellen Funkel? Es sieht aus, als ob da Steine drin sind. Nee, man sieht es in der Kamera nicht so. Schade. Schade, schade, schade. Wirklich. Gerade in dem hier. Oh, das ist ein Traum. Aber jetzt kommt noch der Knaller. Ditte hier. Oh, man sieht es in der Kamera gar nicht so. Es färbt nicht ab. Wirklich gar nicht. Da könnt ihr drüber schrubben, wie ihr wollt. Das ärgert mich ja immer bei anderem Papier. Also, das bestelle ich mir mit. Das ist für Akzente, für mega. Vielen lieben Dank. Das wird getestet noch. Also ich finde es ja jetzt schon affengeil, ne? Aber da zeige ich euch auf jeden Fall, ja, was ich damit Schönes gemacht habe. Das tue ich mal zur Seite. Die habe ich zwar schon verräumt, aber die drei habe ich mir bestellt. Die mussten sein. Das war vom neuen Release. Das ist etwas älter gewesen. Ich musste damit schon arbeiten. Das kam nämlich ein bisschen eher an. So. Als nächstes durfte mit von Mama Elephant, ich geiere da schon seit 2 Jahren rum, war die Bookmark-Stanze. Und was ich auch noch total toll fand, das musste auch noch mit, war diese Stanze hier. Das ist die Ohai Loopy. Da habt ihr ein Ohai mit Ausrufezeichen und noch einen Schatten. Und ihr könnt das zum Beispiel ja, verschieden gestalten. Ja, ich freue mich. Dann durften 3 Stempelsets mit von Mama Elephant. Das sind einmal die Eulen hier. Ich muss mal ein bisschen schneller durchgehen. Ich weiß nicht, wie lange mein Kleiner ruhig ist. Der ist heute ein bisschen quengelig drauf, aber ich wollte es abfilmen. Die Koalis durften mit. Und die hier. Die anderen hat mir jemand vor der Nase weggeschnappt. Die habe ich in einem Einkaufswagen gehabt und weg waren sie. Ja, da waren noch andere Agendas quasi mit dabei. Dann fehlte mir das hier und das hier. Das ist ja für das Glas. Die Knöpfe fehlen mir auch noch. Die waren ausverkauft. Hiervon habe ich seit ja, über 2,5 Jahren die Stanzen und habe das immer wieder vergessen mitzunehmen. Es ist zwar Weihnachten, aber das ist mir wurscht. Total niedlich. Das könnt ihr dann hier rein, also ne, könnt dann quasi Schneekugeln-Szenen machen. Wie gesagt, ich habe dafür die Stanzen auch nochmal hier für die, zum fürs Schüttelfenster. Der Frosch hat mir gefehlt. Und der Kleine hier, da habe ich quasi nur, wie erkläre ich euch das jetzt? Es gibt noch so große Huggies. Ja, da habe ich den. Und das letzte von Lawn Fawn, was mir auch noch gefehlt hat, war das hier.
Ich glaube, da gibt es auch eins von Weihnachten. Das habe ich auch nicht, aber das reicht jetzt erstmal. So, und dann habe ich einen Vogel abgeschossen. Ich zeige euch erstmal die Stempelsets. Ich habe mir bestellt dieses große Set. Das hat mir noch gefehlt. Da habe ich ja nur die beiden, wie sie sich umarmen. Dann durfte er hier mit. Ich finde den mega niedlich. Ich glaube, der Löwe von Ost oder sowas. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall finde ich den mega knuffig. Dann durften die beiden hier mit. Ja, es ist Weihnachten. Es ist mir aber egal. Es war zu süß. Es war einfach zu süß. Mir fehlt auch noch der Stempel, wo er da steht und Rudi zerfetzt da sein Geschenkpapier und er steht da und denkt sich, ja, was machst du da? Da hat er seine 5 Minuten, ne? So, dann durfte auch noch das mit. Die kann man ja auch mal so nehmen. Ja? Also gut, er hat hier eine Zuckerstange, aber die könnte er auch anders kolorieren. Also das ist jetzt nicht unbedingt Weihnachten, ne? Gut, die ja, aber... Ja, meine Güte, also... Aber das hier nicht. So. So, Leute. Dann habe ich noch den Embossing-Folder hier. Der ist auch von Im Bronte der Autore. Da bin ich mega gespannt. Also, ja. Er ist noch gut beschäftigt. Dann habe ich mir die Schneeflocken mitgenommen. Ich fand in dem einen Video, ich fand die so schön. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt nimmst du dir mit. So, und jetzt kommt der Totalschaden. Was heißt der Totalschaden? Aber ich weiß nicht, mir passiert das ganz, ganz selten, dass ich etwas mitnehme. Was weiß ich, dass ich mich verkaufe quasi, ne? So. Ich wollte von Im Bronte der Autore mir ein Stempelset mitnehmen. Ne, 2 Stempelsets und 1 Stanzenset. So. Als erstes das hier. Ich wollte die Stempel haben. Das ist von Alice im Wunderland. Und habe die Stanzen gegriffen. Jetzt muss ich mir noch die Stempel holen. Die Stanzen behalte ich natürlich. So. Und hier wollte ich die Stanzen haben und bekomme die Stempel. Ich weiß nicht, ob das meine Schuld war. Ich gehe mal davon aus. Oh, ich könnte schon wieder ausflippen, ne? Toll. Ich stemple sowas nicht aufs Papier, wisst ihr? Ich kann das nur stempeln und mit meiner Brother-Maschine da, mit meinem Cutter ausschneiden. Oder mit der Hand oder keine Ahnung. Toll. Ja. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und auch hier dachte ich mir, scheiße. Also ehrlich, muss ich jetzt mal so sagen, wie es ist. Scheiße. Ja, ihr Lieben. Ich freue mich über meine neuen Schätze. Wo habe ich denn... Da ist er. Also... Das hier sind natürlich die Stempel auch, aber das hier sind meine absoluten Highlights. Auch der Embossing-Folder. Ach, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Wir sehen uns morgen wieder, denn da kommt ein Video von für Stamping Fairies. Da sehen wir uns wieder, genau. Ich wiederhole mich. Und am Samstag sehen wir uns für Minis. So, ihr Lieben. Ja, ich bin jetzt durchs Video gerast. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht für übel. Aber ich weiß, dass ich mag das selber nicht, wenn jemand sich an einem Stempelset 10 Minuten aufhält. Und ja, es geht einfach manchmal nicht anders. Klar, mein Kleiner ist jetzt noch ruhig, aber dann weiß ich es immer nicht. Und ne, der kriegt Zähnchen und das ist ja auch nicht immer so lustig. Ja, ihr Lieben, ich verräume das jetzt endlich. Wünsche euch einen schönen Nachmittag. Ich mache jetzt meinen Haushalt. Bis morgen dann. Tschüss. Bleibt gesund.
Thank you.